se siente a punto de... Morgens in der Früh gleich an den Strand gehechtet, schnell den Kittel drüber gezogen. Jawohl, so muss das sein. Ich muss ja die Strandliegen reservieren, ist ja klar. Ja, weil sonst kriegst du ja keine mehr. Jetzt habe ich hier noch die volle Auswahl. Es ist doch keine Menschenseele, ist hier irgendwo zu sehen. Ja, ist doch alles frei. Aber es geht ja darum, wir wollen ja den besten Platz haben. Der beste Platz immer. Und den habe ich natürlich schon reserviert. Die Gabi kommt, da wird sie sich schon schön freuen. Zeigt euch das mal. Da, das ist so. Ja, so wird reserviert. Immer hier, schön Schirmchen dabei, Tisch dabei, alles dabei. Ja, der Kaffee steht auch schon gut. Ey, das ist ja perfekt. Wir haben den da hingestellt. War das der Kellner? Das war der Boyfriend. Ja, könnt ihr mal gucken. Ey, das ist ja perfekt. Ah, da ist der Kaffee. Da ist der Kaffee. Den werden wir mal trinken. Mal gucken, wie der schmeckt. Lecker, der schmeckt echt gut. Aber man muss hier reservieren. Weil sonst hat man nachher keinen schönen Parkplatz hier. Man muss hier typisch reservieren. Die haben dich ja schon geholt. Aber die Handtücher, die gibt es erst ab 7 Uhr hier. Und das ist ja eigentlich zu spät. Ich bin schlau. Ich hole sie mir den Abend. Ich gehe den Abend hin, bevor die zumachen, hole ich mir neue Handtücher. Die nehme ich mit aufs Zimmer hoch. Nächsten Morgen in der Früh gleich hierher. Und dann werden sie schön hingelegt. Perfekt. Und dann habe ich die Handtücher. Die anderen Leute, wenn die kommen, die müssen erst Handtücher holen. Aber ich habe es schon da. Und der Parkplatz reserviert. So muss man das machen. Wie sagt man da? Typisch deutsch, gell? Ja, aber wer zuerst kommt, mal zuerst, gell? So, nachdem wir das alles jetzt fertig gemacht haben, habe ich mir dann gedacht, okay, jetzt gehen wir halt mal an den Strand und gucke gleich mal nach dem Sonnenaufgang. Ja, die Sonne, man muss ja gucken, mein Gott, man will ja ein bisschen Spaß im Leben haben. Ja, die anderen, die liegen auch in der Koje und pennen, gehen dann nachher zum Frühstück und kommen dann wieder und dann sagen sie, naja, oh, ja, hab keine schöne Strandliege und alles. Nee, ich habe mir gedacht, hier, ich habe die beste Liege hier. Das sind alles gute Liegen, sind das hier. Das ist mit einer der besten, die sind noch die neueste. Das sind alles schön silbermetallig ist das, ja. Ein schöner runder Tisch. Ja, was meint ihr, wenn ich das nicht mache? Was meint ihr, wenn ich das, mir gucke gerade mal, ich zeige euch mal was. Wenn ich das jetzt nicht mache und komme jetzt zu spät und hätte vielleicht noch Glück, dass ich noch ein paar Liegen kriege, dann kriege ich vielleicht so einen ausgepflanzten Tisch, wie es hier ist. Guck, dass ich das mache. So ein oller Tisch, so ein wackeliges, so ein vergammelter. An die weißen Liegen. Da sind viele von denen liegen, die sind meist schon abgebrochen. Und dann vergessen. Also das ist immer früh an den Strand. Ja, und dann könnt ihr die Liegen reservieren und dann fängt der Nachtpool an. Ist doch ganz klar. Aber jetzt Spaß beiseite. Jetzt kommt Panorama, guckt doch mal hier hin. Guckt euch, oh, das ist ja herrlich, ne? Da geht aufs Herz auf, ja. Ei. Also da sage ich gleich mal von weiter Ferne liebe Grüße nach Germany zu euch, hä? Ihr alte Babseck. Ja, so muss es sein. Das ist doch perfekt. Ei, das ist doch schön. Guckt euch das mal. Oh, das ist doch schön. Da hinten ist der Planet, da kommt er aus dem Wasser hin raus. Ja, jetzt wird es taghell. Taghell wird es hier, das sieht doch schön aus. Ah, herrlich. Ja. Ah, gestern haben wir noch mal einen schönen Tag gehabt hier. Da sind wir mal ein bisschen hier auf die Show gegangen. Und da ein bisschen, die suchen ja immer Leute, um ein bisschen Showtime zu machen. Und ja gut, dann muss man da mal live dabei sein, macht sich mal die ganze Sache. Es ist eine schöne Sache, mal da mitzumachen, mal live dabei zu sein und ein bisschen Spaß mit den Leuten. Aber das ist schön, wenn wir alle zusammen kommunizieren können und haben dann Spaß dran. Und ja, wenn wir da so Spielchen machen, da sind halt ein paar, die stellen sich an. Ja gut, auf ihre Art und Weise. Wenn ich dann hinkomme und mache dann irgendwas mit, was weiß ich, beim Fußball spiele oder was, dann stellt der sich an. Ja, wir sind halt alle verschieden. Jeder spielt anders. Der eine spielt so, der andere spielt so. So ist das. So, aber jetzt muss ich erstmal schnell weiter. Jetzt gehe ich nochmal schnell neue Kaffee holen.
geht es zur Gabi, dann Becker, dann an den Strand. Wir sehen uns. Bis dann, euer Hesemann.